Ja, der OFC hat einen richtigen Lauf, was Neuzugänge angeht. Da ist nämlich schon der nächste, Andis Schala. Herzlich willkommen in Offenbach. Ja, danke für dieses Willkommen hier. Wir haben auf jeden Fall sehr schönes Wetter hier. Es windet sehr auf dem Biberer Berg, aber ich freue mich, dass ich jetzt endlich hier bin. Freut mich, dass wir dich lächeln sehen. So soll es auch sein als Neuzugang. Und du bist schon ein bisschen rumgekommen. Erzähl uns ein bisschen was von dir. Wo hast du angefangen und wie war das, dass man bis zum OFC am Ende der Spitze sozusagen braucht? Also wenn ich jetzt ganz früh anfange, dann sind wir heute Abend wahrscheinlich noch hier. Meine erste Profistation war bei Dundee United in Schottland. Und dann bin ich über den HFC, Carl Zeiss Jena, BFC Dynamo, es kam Babelsberg, SV Babelsberg, Rot-Weiß Erfurt hier gelandet. Also du bist schon richtig rumgekommen. Was war so das Höchste, was du gespielt hast? Und jetzt bist du hier? Ich denke, dass die Zeit in Dundee United war schon mit das Höchste. Wir haben den schottischen FA Cup gewonnen, haben UEFA Cup gespielt. Also war das schon, denke ich mal, meine größte Erfahrung, die ich mitnehmen durfte. Und natürlich auch beim HFC den Aufstieg in die dritte Liga und ein paar Pokalgewinne mit den anderen Vereinen, ja. Und es war eben witzig, als du hier hochkamst, die Treppen hochkamst, da kam der Spielerberater von einem anderen Spieler und ihr habt euch gleich gekannt, geherzt. Ja. Und was du nicht gehört hast, als er dich gesehen hat, hat er gesagt, das ist eine Granate. Und er hat gesagt, es ist richtig eklig, gegen den zu spielen. Das heißt, du hast da eine Marke hinterlassen. Ja, ich kenne ja Sascha schon jetzt eine Weile und habe auch gegen ihn selber gespielt. Als er bei Nordhausen war, das heißt, er kennt mich relativ gut, aber ist auch ein sehr guter Freund von mir. Und ich hoffe, ich kann das bestätigen, was er jetzt hier rausgehauen hat. Aber er hat auch ergänzt, nicht nur das Eklige, er hat gesagt, ist aber auch ein Riesentyp. Das ist dann für euch, um zu beurteilen. Schauen wir mal, aber ja. Typen können wir gebrauchen und gute Fußballer allemal. Ja. Wo werden wir dich denn sehen? Vorne, hinten oder im Tor? Im Mittelsturm, das ist meine Position. Ich bin ein Boxspieler und hoffe, dass ich reichlich gefüttert werde und meine Tore schießen kann hier im Stadion. Also so ein klassischer Stoßstürmer? Ja, klar. Okay. Was waren so deine prägendsten Erinnerungen, so die du im Fußball hattest? Du hast eben schon erzählt, UEFA Cup gespielt, klar, das nimmt man natürlich mit. Und sonst so fantechnisch? War das FA Cup Finale in Glasgow mit Dundee United. Da war das ganze der ganze Hampden Park war voll. Und auch generell, ich habe bisher nur in Traditionsclubs gespielt und es ist auch für mich sehr wichtig, in einem Verein zu spielen, wo es eine geile Fanszene dahinter steht und damit auch Fußball Spaß macht. Also es gibt viele Vereine in der Regionalliga, aber für mich ist es sehr wichtig, dass da auch eine Fankultur herrscht. Aber dann weißt du auch, das kann auch ins Gegenteil umschlagen. Wenn es läuft, dann hat man richtig Spaß. Wenn es nicht läuft, dann wird es auch eklig. Klar, es ist immer so im Fußball, denke ich, dass wenn es nicht läuft, dass es dann natürlich auch böse werden kann. Aber ich denke, wenn du hier von Anfang an die Fans mitreißt, kämpfst, zeigst, dass du gewinnen willst, dann unterstützen die ja noch vollkommen. Als es den ersten Kontakt jetzt gab zum OFC, was hast du gedacht? Wenn OFC, Kickers Offenbach, der Name fällt, was ploppt einem da sofort in den Kopf? Also zuerst natürlich auch die Historie des Vereins. Es ist ein großer Verein, Bundesliga gespielt, zweite Liga. Als Zweitligist Pokalsieger geworden, Dortmund rausgehauen. Also und natürlich die Fans, die fallen einem direkt ein. Ich weiß ganz genau, was hier abgeht, wenn es auch mal gegen den Waldhof geht. Ich bin ja auch in Mannheim aufgewachsen und da war für mich auch direkt klar, weil ich wollte auch unbedingt wieder zurück nach Mannheim ziehen, zu meiner Familie. Das ist für mich sehr wichtig, dass der OFC der erste Ansprechpartner für mich sein wird und auch der einzige. Das heißt, du wirst dann von Mannheim hierher pendeln? Ja. Okay, ist ja nicht so weit, wenn die Autobahn frei ist. Genau, ja dann schaffe ich es, denke ich mal, in 45 Minuten. Was weißt du denn, was den aktuellen Kader angeht? Da haben wir ja zum Teil einen größeren Stamm, der geblieben ist. Und dann sind jetzt auch einige Neuzugänge gekommen. Also von den Neuzugängen kenne ich den Luigi. Der hat auch in unserer Liga mal gespielt. Der Albrecht, der hier auch gespielt hat. Der Abwehrspieler hat auch in unserer Liga gespielt, habe auch also einen guten Draht zu ihm, klar, aber ich bin jetzt nicht befreundet mit den ganzen, aber ich kenne schon einige.
Was ist denn das Ziel? Warum wechselt man denn in deinem, ich will nicht sagen hohen Alter, nein, aber du bist ein erfahrener Spieler, nochmal zum OFC? Ja, ich wechsle eigentlich immer mit der Absicht irgendwohin, um etwas zu erreichen. Für mich ist es hier primär ganz oben mitzuspielen und hoffe natürlich auch, dass wir mit dem Verein hier auch den Aufstieg wieder in die dritte Liga schaffen, wo der OFC auch natürlich hingehört. Er gehört auf jeden Fall nicht in die Regionalliga. Da sind wir sehr gespannt. Wir heißen dich ganz, ganz herzlich willkommen. Und wie das an einem Berg so sein muss, jetzt windet es richtig hier. Also es ist vielleicht stürmische Zeiten, aber stürmisch kann ja auch was Positives sein. Schönes Wetter. Es ist gut für die Natur. Ich denke, es bringt Glück. Also hau einige Dinge rein, ne? Mach ich. Dankeschön, mein Lieber.